Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Myr Aranat. Und wir müssen zurück zur Burg Rolan. Weil wir nämlich die benötigten Informationen jetzt von der Insel hier bekommen haben. Ach, hier ist ja Wasser. Ich hatte mich irgendwie... Irgendwie dachte ich, hier wäre nur Eis auf dem Boden. Vor allem, weil es auf der Karte auch mehr eisig aussieht, wenn man mal unten rechts guckt, als nach Wasser. Mit dem wollte ich mich jetzt eigentlich gar nicht anlegen. Aber wenn man einfach mal so über den See läuft, da kommen solche Probleme ja vor. Ich muss übrigens sagen, dass das Spiel gerade nicht ganz so flüssig läuft. Und da schreit jemand, sterbt. Okay, die da hinten wollen wir keinen Streit. Da will aber jemand Streit. Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Komm schon, trau dich. Ich trau mich ja selbst nicht, aber komm schon. Noch sehe ich da keinen. Aber falls ich jemanden sehe, habe ich hier schon mal den Bogen gespannt. Okay, ich glaube, so schnell sehen wir keinen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, über den Berg, da komme ich wahrscheinlich nicht. Das werde ich versuchen, hier möglichst exakt den Weg nachzulaufen, den ich gekommen bin. Also immer schön da lang, wo die Karte schon aufgedeckt ist. Dann sieht man zwar nicht so viel Neues, aber dafür hat man einen sicheren Weg. Schön wäre es natürlich auch, wenn ich wirklich mal so eine Markieren-Rückkehrzauber finden könnte. Aber bis jetzt hat das noch nicht sollen sein. Was wäre selbstverständlich sehr praktisch. So, es hat zwar noch nicht aufgehört zu schneien, aber wir sind immerhin schon wieder aus dem Eisgebiet raus. Jetzt hat es auch aufgehört zu schneien, genau in der Sekunde, wo ich das gesagt habe. Was schön ist, ab jetzt läuft das Spiel wieder flüssiger. Hoffe ich jedenfalls. Ja, es sollte. Und jetzt laufe ich falsch. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin ja hier runtergesprungen. Das heißt, ich kann meine Schritte gar nicht zurückverfolgen. Das bedeutet, wir müssen uns einen anderen sanften Aufweg suchen. Hier sieht es mir schon weniger steil aus, aber ob wir da hochkommen, ist eine andere Frage. Spätestens, wenn man da oben rechts auf die Karte guckt, wenn man hier jetzt mehr am Wasser entlang geht, mündet dieser See ja sozusagen nachher in einem Meer und spätestens da werden wir wahrscheinlich auf die andere Seite gekommen. Aber hier ging es ja auch ganz gut. Weil es ganz gut ging, kann man auch gleich mal diesen Bären erlegen. Wenn er sich nur nicht regenerieren würde. Aber was könnten wir noch nehmen? Den Speer, genau den wollte ich haben. Den müssen wir gleich auch nochmal reparieren. Reparieren wollte ich, genau. Also nehmen wir nochmal den Schmiedehammer. Ach, meine Rüstungen sind überhaupt nicht beschädigt worden. Jetzt haben wir entweder Glück gehabt oder wir wurden gar nicht mit richtigen Schlägen getroffen, sondern von diesen bösen Eiswölfen nur mit den magischen Attacken. Apropos Wolf, da ist noch einer. Aber zum Glück so ein schwacher Wolf. Aber er war ausgewachsen. So, sehr gut ist, dass ich jetzt schon mal weiß, im Zweifelsfall kommen wir da hinten sanft wieder hier hoch.
ohne dass wir uns beim Aufstieg alle Knochen brechen müssen. Und jetzt sind wir auch wieder bei der Burg Roland. Mir fällt gerade ein, Gewichtsbelastung, ja, die geht eigentlich noch. Sonst würde ich einfach hier wieder was hinlegen. Hier kommen wir so häufig hin. Ja, ich bleibe fern. Geht zurück an eure Arbeit. Na, die stehen ja auch immer noch die ganze Zeit untätig rum. Und sagen uns, wir sollten an unsere Arbeit gehen. Geht zurück an eure Arbeit. Hm, so mag ich das. Alles schön synchron. So, Manorat. Moment, da. Eine Festung westlich von Lake Montagnon. Gut, dass sie wenigstens etwas herausfinden konnten, Smart. Geht dort besser nicht hin. Achso. Egal. Smart geht dort besser nicht hin. Zoras ist sehr mächtig geworden. Ich gebe euch hiermit die Schulterplatten des Ordens sowie etwas Gold. Bevor ich es vergesse, ich muss euch noch um eine Kleinigkeit bitten. Ja? Ich kann ja nicht weg, brauche aber, um Zoras Pläne zu lüften, ein Buch. Es nennt sich Symphonie aus Eis und Feuer. Ihr findet es des Öfteren im Land. Bringt mir bitte dieses Buch. Am einfachsten wäre der Bücherladen in Erdverwalt, westlich der Kirche. Das Buch ist wirklich sehr wichtig für unser Vorhaben. Ach, wenn ihr gerade im Bücherladen seid, so empfehle ich euch, etwas dort zu suchen. Ihr findet sicher Bücher, die euch auch interessieren. Ja, gucken wir mal auf den Eiertorwart wieder. Geht zurück an eure Arbeit. Ja, ich gehe ja zurück an meine Arbeit. Gab es hier eigentlich noch irgendjemanden? Nee, hier gab es niemanden. Geht zurück an eure Arbeit. Also das Buch haben wir auch schon häufiger gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Haltet euch vom hier in den Räumen aber wahrscheinlich nicht. Das wäre dann wohl doch zu einfach. Na gut, Geld müssten wir noch haben. Ja, 2000 haben wir noch. Und ansonsten könnten wir das Buch auch einfach mal klauen. Eins mehr oder weniger fällt ja auch nicht auf. Ich glaube, das wird hier wieder eine eher unspektakuläre Folge. Aber man weiß es ja noch nicht. Lässt man sich mal überraschen. Und hier frage ich mich immer noch, wie die sich gedacht haben, wie man hier am ersten hochläuft. Wo soll man hier wirklich immer über diesen Berg? Kein befestigter Weg oder so. Bleibt dem Ärger fern und ihr werdet nicht verletzt werden. Hauptsache, man kommt oben an. So, in Erturat. Ich finde es eigentlich komisch, dass Erturat nicht auf der Karte verzeichnet wird. Hier, der Bücherladen war doch, glaube ich, sogar irgendwo in Küstennähe. Ja, wusste ich doch. Ich habe jetzt übrigens mir überlegt, ich lasse das... ich lasse die Karte einfach mal da oben so klein geöffnet. Ich finde, das ist ein bisschen förderlich für die Übersicht, für die Orientierung. Falls euch das stört, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Dann ändere ich das auch wieder. Okay, das Buch sehe ich hier gerade nicht. Doch, hier, Symphonie aus Eis und Feuer, da ist es ja. Ist es das? Ich lese lieber nochmal nach. Symphonie aus Eis und Feuer. Ich könnte es eigentlich wirklich klauen. Nein, kann ich nicht, ich werde gesehen. Na, immer noch gesehen? Ja, leider. Ich weiß ehrlich gesagt doch nicht, welche Bücher wir... ich schon mal aufgeschlagen hatte, das ja auf jeden Fall noch nicht. Deshalb gehe ich hier nochmal alle Seiten durch. Damit ihr pausieren könnt. Falls ihr es lesen möchtet, wenn nicht, dann nicht. Hat ja immerhin ziemlich viele Seiten. So. Wickerschein.
Das gab's, glaube ich. Achso, ja, das gab's auch schon in Morrowind. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worum es in diesem Buche genau ging. Ich hatte es mal gelesen gehabt. Hatte irgendwas mit einer Gesprächsführung immer alphabetisch zu tun oder so. Ich weiß es nicht. Und vor allem weiß ich nicht, ob das im Deutschen auch wirklich so funktioniert hatte. So, ich glaube, damit hatten wir jetzt... Ich erinnere mich nicht an alle Bücher, aber ich glaube, wir haben jetzt alle Bücher einmal kurz angeguckt, sodass ihr euch die durchlesen könnt. So, das kaufe ich, aber bitte zu einem fairen Preis, sagen wir 200. Auf der anderen Seite könnte ich auch noch gucken, was ich so verkaufen könnte. Den Dolch hier zum Beispiel. Man kann die sich das wieder nicht leisten. Ah, es ist schrecklich. Könnte ich was anderes verkaufen? Erz kann ich verkaufen. Knochenmehl haben wir schon wieder 70. Der Fall von Kali, da hatten wir es schon gelesen. Ich weiß es nicht mehr. So, gucken wir jetzt einfach mit 200. Okay, jetzt gucke ich eben nochmal in der Fall von Kali da rein. Für den Fall, dass wir es noch nicht gelesen hatten. So. Und jetzt geht's hier wieder raus. Ich muss übrigens auch sagen, ich habe die ganzen Bücher hier selbst nicht gelesen. Also ich könnte ja theoretisch gesehen auch einfach mir das Video nochmal angucken und währenddessen pausieren. Aber irgendwie habe ich da noch nicht die Motivation beziehungsweise Zeit für gefunden. Und nachts kommen wir an. Auch wenn uns die Sicht auf den Sternenhimmel leider ein bisschen vernebelt wird. Oder verwölkt. So, wieder Burg Roland. Wie schon prophezeit, viel scheint hier nicht zu passieren in der Folge. Aber dann ist das halt mal so. Vielleicht kriegen wir jetzt einen schöneren Auftrag, dann passiert wieder ein bisschen mehr. Ich hätte ja auch gerne nochmal so einen Auftrag, der irgendwie in so eine größere Ahnengruft oder sowas führt. Oder so wie mit dem Tempel da, mit Ternasil hieß es so, ich weiß es sogar nicht mehr. So, Manorat, ich hab das Buch. Großartig, das Buch. Wartet, lasst mich lesen. Manorat durchblickt da die Seiten. Ah ja, hier steht, was ich suchte. Offensichtlich wird Zoras Fluch durch einige Siegel hier im Land aufrechterhalten. Es wäre sicherlich gut, wenn wir diese fänden. Ich werde einige Spione entsenden. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas anderes für euch zu tun. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ihr habt etwas Gold für das Buch. 400 Goldstücke, wenn man so ein gutes Geschäft gemacht. Ja, was soll ich denn tun, bis die Siegel gefunden werden? Die Invasion der dämonischen Armeen unter Amonat über Fallas hat viele alte und mächtige Kreaturen erweckt. Ich habe Gerüchte von einer Bestie gehört, die sich in Irluan Hochland in den Bergen verschanzen soll. Des Königs Armeen sind zu sehr damit mit der Schlacht um Northforge beschäftigt, als dass sie sich dessen annehmen können. Diese Bestie hat bereits mehrere Opfer gefordert. Nun wird sie das Opfer. Smaunt geht ins Irluan Hochland und tötet die Bestie. Das Irluan Hochland ist die Gebirgskette im nördöstlichen. Ich sag immer nördöstlichen. Nordöstlichen Nörsel, die Gebirgsjäger sichern das Land. Nordöstlichen Nörsel. Okay. So, damit haben wir schon wieder unsere nächste Aufgabe. Und ich würde mal sagen, um diese Aufgabe kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann, euch noch einen schönen Tag und ciao.